Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Gartengemüsekiosk. Heute geht es um ein spannendes Thema. Die, die lange schon Gartengemüsekiosk gucken oder die Videos kennen, die wissen, dass wir für 2018, für das Jahr, ein paar Profi-Leuchten zum Testen bekommen haben. Bald geht es ja wieder los mit der Aussaat von Tomaten, Physalis, Chili und so weiter im Haus, wo man eine Zusatzbeleuchtung braucht. Und klar haben wir auch schon die LED-Panels benutzt und euch auch vorgestellt und so, aber wir waren ganz happy, dass so ein Profi-Hersteller gesagt hat, hier habt ihr die Leuchten, testet das Ganze mal. Und das haben wir auch gemacht und das wollen wir natürlich mit euch teilen. Unsere Erfahrung, unser Fazit, das kommt alles jetzt. Also bleibt dran. Beginnen wir damit, dass wir euch unsere Anzuchtstation vorstellen. Es ist eine einfache Konstruktion. Sattelböcke und Platten und fertig. Und hier sind die beiden Profileuchten von Pro Emmet. Einmal die Sunflow und einmal die Sunflow Pro. Wir haben im oberen Bereich einfach 80 cm Pflanzabstand und im unteren Bereich, den ihr gleich seht, haben wir 40 cm. Hat einen ganz einfachen Grund, ihr seht es schon, im unteren Bereich sind die rot-blauen LED-Panels montiert, mit denen wir jetzt schon, ich glaube, 4 Jahre arbeiten. Hier ist der Pflanzabstand etwas kleiner, kommen wir später im Video noch zu. Bei den Leuchten kann man 4 Leuchten in Reihe schalten. Ihr habt es ja vorhin gesehen, unsere Pro-Leuchte, die jetzt da hängt, die wird mit der App gesteuert und die zweite ist mit angeschlossen, sodass sie die Steuerung von der ersten einfach mit übernimmt. Das ist ziemlich praktisch. Und hier haben wir die App für die Profileuchten, die Kasambi-App. Am Anfang muss man sich ein bisschen einfuchsen, aber dann geht es eigentlich relativ einfach. Man kann eine ganze Menge einstellen. Man kann die Lampen runterdimmen, wieder hochdimmen. Also bei der normalen kann man das so machen und bei der Sunflow Pro kann man alles über die App steuern. Das ist echt ein Vorteil. Die Verbindung zwischen Leuchte und App funktioniert über Bluetooth und da kann man auch stufenlos den Dimmer einstellen bei den Lampen. Und was schön ist, man hat einfach eine Zeitschaltuhr. Ich kann den Sonnenauf-, aber auch den Sonnenuntergang auch einfach manuell einstellen, so wie ich das haben möchte. Das Schöne ist halt, die Lampen gehen nicht einfach von jetzt auf gleich an, sondern sie gehen über einen Verlauf an, also langsam an, bis sie an sind und ebenso auch umgedreht, bis sie aus sind. Beginnen wir mit der Aussaat. Wir haben jetzt hier verschiedene Gemüse ausgesucht, vor allen Dingen Frühgemüse für Gewächshaus, Frühbeete, aber auch für den Garten selbst. Früher im Jahr aussehen heißt natürlich auch früher im Jahr ernten. Beginnen wir hier mit dem Porree. Aussehen, dann haben wir unseren Anpressstempel, nochmal ganz bisschen Erde drüber. Naja, ihr kennt das Prozedere ja und zur Aussaat und Anpflanzung verschiedenster Gemüsesorten haben wir auch schon einige Videos, wo wir genau erklären, wie wir was machen. Und ihr seht es jetzt schon, jetzt sind es 2 Kästen pro Gemüseart. Wir wollen natürlich vergleichen, also einmal oben und einmal unten. Hier sind jetzt die Zwiebel dran, also als allererstes starten wir jetzt hier mit den Zwiebelgewächsen. Wir haben insgesamt jetzt Porree, Zwiebeln und Lauchzwiebeln dabei. Als der Hersteller auf uns zugekommen ist, waren wir neugierig. Wir wurden für das Video nicht bezahlt, lediglich haben wir die Leuchten für 1 Jahr zur Verfügung gestellt bekommen und wir wollten wissen, wie viel besser so Profileuchten im Vergleich zu den LED-Leuchten denn nun wirklich sind. Und das haben wir versucht in dem Video für euch hier aufzuarbeiten. Dieser Videovergleich ist natürlich kein wissenschaftlicher Vergleich. Wir haben den Vergleich einfach an unsere Gegebenheiten angepasst und das Ganze praxisnah gestaltet. Und wir möchten hinterher vergleichen, wie wachsen die Pflanzen unter den Vollspektrumlampen, also unter den Sunflow-Lampen, die ein volles Spektrum aufweisen, und wie wachsen sie im Vergleich unter den rot-blauen LED-Lampen, die wir bisher immer benutzt haben. Ein wenig Wärme geben die Leuchten zwar schon ab, das sollte vielleicht nur beachtet werden, wenn man die Leuchte in einem Wohnraum aufhängen möchte. So, jetzt wie gesagt einmal oben, einmal unten zum Vergleich, wird jetzt hier einmal umgebaut. Und nun wird unten angegossen, damit das Saatgut nicht aufschwemmt. Die Erde holt sich das Wasser einfach von unten, das ist überhaupt gar kein Problem. Und weiter geht's mit der zweiten Aussaatrunde. Und zwar mit Salat, Kohl, Spitzkohl, frühem Blumenkohl, Kohlrabi und mit dem Sommerwirsing. Außerdem ausgesät wird noch rote Beete und Physalis. Und oben stehen bleiben jetzt alle Pflanzen, die später noch pikiert werden sollen. Und natürlich müssen auch die angegossen werden. Und die Beleuchtungszeit den Tag über haben wir jetzt hier auf 16 Stunden eingestellt. Wer einen Wintergarten hat oder sehr große Fenster, der hat den Vorteil, dass man nur morgens und abends eine Zusatzbeleuchtung schalten muss.
Ist natürlich ein Unterschied zu einem komplett dunklen Raum, so wie bei uns jetzt in der Anzuchtstation. Und so sieht das Ganze jetzt im Überblick aus. Und ich glaube, ihr habt schon eine Ahnung, was jetzt kommt. Genau, wir lassen die Pflanzen tanzen von klein an. Zeit für Zeitraffer. Ich finde es immer wieder neu faszinierend, wie aus so einem Samenkorn Wärme, Wasser, Erde so eine ganze Pflanze rauswächst. Die streckt sich empor, die hat so viel Power und so viel Kraft, das ist so schön mit anzusehen. Findet ihr nicht? Wenn ihr euch vielleicht fragt, wo wir diese ganzen Anzuchtschalen und so herhaben, auf unserem Blog unter unseren Empfehlungen haben wir alles zusammengestellt, was wir gerne benutzen. Ihr habt gerade gesehen, das Bild wurde dunkel. Das ist kein Videoeffekt, das ist die Dimmfunktion von der Leuchte. Und schon sind die Pflanzen gekeimt. Das Saatgut stammt natürlich bei uns aus dem Sortiment. Wir haben auf unserer Homepage einen kleinen Online-Shop, wo wir verschiedenste Sorten an Saatgut anbieten. Und das hier? Das sind Zwiebelgewächse. Die sehen auch lustig aus, wenn die sich emporstrecken. 2 Wochen später heißt es dann jetzt, Zeit zum Pikieren. Hier seht ihr die Salate. Da hinten die Zwiebelgewächse, die sind ganz schön groß geworden. In der Mitte die roten Beete, das sieht man ja auch am roten Stängel schon. Und rechts daneben die Kohlpflanzen. Und ganz rechts, das sind die Süßkartoffelstecklinge. Unter den Vollspektrumlampen fühlen sich die Pflanzen ganz wohl. Jetzt heißt es pikieren. Einmal mit dem Pikierstäbchen ein Löchlein machen, mit der anderen Seite vorsichtig ein Pflänzchen rausholen und dann ganz behutsam in die Erde einsetzen bis zu den Keimblättern runter. Also ein bisschen tiefer. Vorsichtig andrücken und weiter geht's mit der nächsten. Auch hier werden jetzt natürlich 2 Platten pikiert, die identisch sind, sodass wir eine oben lassen können und die andere eine Etage tiefer wandert. Jetzt werden die jungen Pflanzen noch angegossen. In dem Gießwasser ist natürlich ein Schuss EMA drin. EMA kennt ihr ja von uns, das sind effektive Mikroorganismen, die aktiviert sind, damit arbeiten wir sehr gerne. Und auch die haben wir bei uns natürlich verlinkt, wenn euch das interessiert. Während der Gärtner eben die Salate pikiert hat, sind jetzt die roten Beeten dran. Und auch hier seht ihr, dass ihr die ein bisschen tiefer einsetzt. Und wie immer mit viel Gefühl. Vielleicht ist auch das ein Geheimnis? Wer weiß. Natürlich die Beschriftung nicht vergessen. Wieder angießen und die beiden Platten aufteilen. Zum Filmen ist es natürlich schöner, oben zu filmen, weil wir da die Vollspektrumlampen haben. Das heißt, ihr seht die Farben richtig im Vergleich zu den rot-blauen LEDs. Man sieht zwar was, aber filmtechnisch sieht es jetzt natürlich nicht ganz so schön aus. Und als letztes werden die Kohlpflanzen pikiert. Und auch hier haben wir alles doppelt. Doppelt Kohl, doppelt Spitzkohl, frühen Blumenkohl, den Kohlrabi und natürlich auch den Sommerwehrsing. Ich finde, das ist wunderbares Frühgemüse, wenn man Anfang des Jahres oder relativ früh im Jahr schon so frisches, leckeres Grün hat. Und die frühen Kohlsorten kann man auch wunderbar roh essen. Sind das nicht wieder tolle Aufnahmen, die der Gärtner gemacht hat? Der Salat streckt sich empor, schiebt sich so richtig aus der Erde raus. Da gab es gerade eine Runde Wasser, habt ihr es gesehen?
Hier seht ihr die Kohlrabi-Pflanzen, die sind schon wieder ganze Ecke größer geworden. Wir hätten euch natürlich auch gerne Timelapse-Aufnahmen direkt im Vergleich gezeigt. Also oben, wo das hell ist und unten, wo es ein bisschen bunter ist. Allerdings, so viele Kameras haben wir dann auch nicht hier im Fundus, dass wir das machen können. Deswegen sind es jetzt nur halt eben Ausschnitte. Aber ich finde dennoch ganz schön. Der Gärtner macht immer eine bunte Mischung von Salatplatten. Das finde ich super. Und so sehen die Pflanzen jetzt 4 Wochen nach der Aussaat aus. Da hat sich schon einiges getan. Die Zwiebelpflanzen sind auch recht groß geworden. Der Porree ebenso. Und so sieht es eine Etage tiefer im Vergleich aus. Man kann schon erste Unterschiede sehen. Hier seht ihr den Porree. Hier haben wir jetzt die Platten hochgestellt für den Vergleich. Links seht ihr die Kohlpflanzen, die unter den LEDs, unter den bunten LEDs standen, und rechts seht ihr die Kohlpflanzen, die unter den Vollspektrum-LEDs standen. Und hier zum Vergleich seht ihr die 2 Platten mit rote Beete und auch mit Kohlgemüse. Ich glaube, es ist selbsterklärend. Links sind die mit den rot-blauen LED-Panels und rechts sind wieder die mit den Vollspektrumleuchten. Wir haben die nach oben gestellt, weil man es hier auf der Kamera so mit dem Licht einfach besser sehen kann. Und nun schauen wir uns noch den Unterschied bei den Salaten an. 2x bunte gemischte Salatplatte bitte. Ja, es ist auch selbstredend. Ihr seht, die Pflanzen wachsen unter den Vollspektrumlampen einfach schneller und vitaler. Aber gut, es ist natürlich auch eine ganz andere Klasse von Leuchte. Was wir aber sehen, beides funktioniert. Das eine dauert einfach nur länger. Interessant wäre natürlich jetzt noch so einen Mikronährstofftest zu machen, aber das konnten wir leider nicht. Da haben wir jetzt die Mittel nicht für gehabt. Und hier im Vergleich nochmal die Zwiebelgewächse. Hier sieht man den Unterschied auch sehr deutlich. Wenn man also schnell, vitale, junge Pflanzen braucht, dann sind die Vollspektrumleuchten, die Sunflow, natürlich wirklich super gut geeignet. Und hier auf der linken Seite jetzt die Porree-Pflanzen, die unter den Pro-Emmet-Leuchten standen, und der Gärtner holt von unten jetzt im Vergleich die der LEDs raus. Der Unterschied ist deutlich. Der Hersteller gibt an, dass man bei den Sunflow-Leuchten auf jeden Fall 60 cm einhalten sollte, weil sie sonst einfach zu stark sind. Als Alternative könnte man die Leuchten jetzt einfach tiefer hängen und die Leistung dann aber dimmen. Es wäre vielleicht auch effektiver. Bei uns ginge das allerdings nicht, da wir den Platz für höhere Pflanzen nutzen. Also wir haben ja dann hinterher auch Auberginen, Tomaten, Paprika und so stehen, ihr kennt das ja, und die werden ein bisschen größer. Von daher müsste man die Leuchten dann runterhängen und wieder hochhängen. Ihr habt ja eben die Konstruktion gesehen. Die Lampen sind natürlich ein bisschen schwerer und müssen auch unheimlich stabil aufgehangen werden. Da wir beide Pflanzen aber gern gleich hätten, haben wir uns dafür entschlossen, dass wir die Aussaatplatten einfach tauschen. Mit der Hoffnung, dass sie den Unterschied aufholen. Und ihr dürft jetzt mal eine Runde aufholen. Mal gucken, ob das funktioniert. Die Pflanzen wachsen auch unter den LED-Panels unten. Wir werden die auch weiterhin behalten. Wir müssen halt einfach nur wissen, im Vergleich zu den anderen sind sie halt eben etwas langsamer. Und ihr seht, die Pflanzen oben holen auf, die geben Gas, die freuen sich richtig und sehen jetzt auch wunderbar aus. Jetzt, 2 Wochen später, seht ihr, wie groß die Pflanzen sind. Hier haben wir verschiedene Salate, verschiedene Kohlgemüse. Wenn ihr genau wissen wollt, welche Sorten das sind, dann schaut gerne bei uns im Shop mal vorbei. Und eine Etage tiefer sind die Pflanzen ein bisschen langsamer weitergewachsen, aber sie sind auf jeden Fall nicht wieder kleiner geworden. Und somit müssen wir doch jetzt gleich relativ ähnliche Pflanzenwachszustände haben. Und jetzt ist es Zeit für die Pflanzen ins Gewächshaus umzuziehen. Dort sollen sie abhärten. Sie haben gut aufgeholt,
durch das Tageslichtspektrum der Beleuchtung und so hatten wir genug Pflanzen für die Selbstversorgung und das ist ja, was uns interessiert. Für das Indoor-Gardening sind die Leuchten von Puro Emmet, also die Sunflower, mit der neuen Technik und dem Vollspektrum natürlich besonders schön. Gerade wenn man irgendwie exotische, sehr exotische Pflanzen hat, eine schnelle Anzucht braucht oder ein spezielles Indoor-Gardening betreibt, dann sind die sehr, sehr geeignet. Und filmtechnisch, ja aus der Sicht der YouTuber, wenn man mit der Kamera unterwegs ist, ist es natürlich schön, wenn man Vollspektrum hat. Das Gehäuse ist aus Metall und die Aufhängung ist wirklich echt stabil. Die Leuchten werden passiv gekühlt, das heißt, es sind keine beweglichen Bauteile wie Lüfter oder so mit da dran. Allerdings merkt man auch die Wertigkeit, wenn man so eine Sunflower-Leuchte mal in der Hand hält. Wir hoffen einfach mal, dass diese Profi-Leuchten in der Zukunft günstiger werden, sodass sich auch der Hobbygärtner so eine tolle Leuchte leisten kann. Schon eine andere Hausnummer, so eine Lampe, oder? Das ist schon eine sehr stabile Konstruktion und hat natürlich auch ihren Preis, wo wir beim ersten Minuspunkt von unserer Seite wären. Es ist natürlich nicht günstig. Klar kriegt man eine tolle Qualität geliefert, aber die kann man nicht mal ebenso kaufen, was natürlich bei anderen Sachen, die man gerne hätte, auch so ist, wenn ich an Kameratechnik oder so denke. Aber gut, das zum einen. Dann gibt es dazu ja diese App. Diese App kann ganz viele tolle Sachen, wie zum Beispiel die Sonnenstände aus anderen Gegenden wie Australien oder so simulieren. Was Tolles für exotische Pflanzen. Super tolle App. Allerdings muss man sich da erstmal ein bisschen reinfuchsen. Ich fand sie am Anfang oder wir fanden sie am Anfang ein bisschen kompliziert. Hat man es ein paar Mal gemacht, dann ist das auch kein Thema mehr. Aber da gibt es ja immer bestimmt wieder neue Updates. Vielleicht wird das ja auch einfacher. Die tolle Konstruktion, die super Qualität, hat wie gesagt ihren Preis, ist aber auch ganz wunderbar, wenn man damit arbeiten möchte. Sie ist dimmbar und vor allen Dingen hat sie dieses komplette Spektrum und wie ihr in dem Video gesehen habt, die Pflanzen wachsen einfach besser beim kompletten Spektrum. Sie wachsen schneller, sie wachsen kompakter, sie wachsen vitaler. Von daher ist das schon eine ganz tolle Sache. Vielleicht habt ihr Lust, euch jetzt die Lampe, die Leuchte mal genauer anzuschauen. Die technischen Specs, also die Spezifikationen, findet ihr, haben wir verlinkt, bei uns auf der Homepage unter unseren Empfehlungen, findet ihr aber auch hier einfach in der Infobox. Da könnt ihr euch mal die genauen Zahlen, Daten, Fakten anschauen. Interessieren würde mich jetzt euer Feedback. Was sagt ihr zum Thema Beleuchtungsqualität beim Anziehen von Jungpflanzen? Darf es sowas Hochqualitatives sein oder lieber die günstigen LED-Panels? Habt ihr eigene Erfahrungen? Teilt uns das gerne mit. Zum Weitergucken und als Kontrastprogramm haben wir hier auf der Seite einmal unser Video. Da haben wir die LED-Panels mal getestet und ein Video drüber gemacht. Und zum Thema die perfekte Aussaat Erde haben wir auch ein Video. Das haben wir hier unten für euch verlinkt. Über jeden Daumen hoch freue ich mich, über eure Kommentare aber genauso. Und wenn ihr das Video einfach mit euren Gartenfreunden teilt. Viel Spaß beim Beleuchten, beim Spaß im Garten und bis zum nächsten Mal. Ciao!